Schissel und Mesel. Weißt du, und dann danach habe ich sie noch labern gehört, da ist dann noch ein anderer gekommen. Und zu dem war er dann friendly, Alter, der Wichse. Aber dich hat er noch erschossen. Ich hatte erschossen. Ja, du sahst wahrscheinlich auch nicht freundlich aus. Fuck, wo bist du? Oh, das ist so krass! Nach 10 Sekunden verlierst du mich wieder. Ja, mach ich. Es geht um Leben und Tod. Naja, also. Ich hoffe, es geht mehr um Leben. Ach nee, Quatsch, wir müssen ja hier auf die Straßenseite, sorry. An das Auto kann ich mich noch erinnern. So, da. Das ist schon hart, wie sich das verändert hat von der Mod her zum Standalone. Warum? Aber mir taugt es, dass ich die Standalone noch nicht so viel gespielt habe, weil, ja, die Orte schauen einfach anders aus und es sind teilweise, dir fällt halt auf, wenn plötzlich ein kaputtes Auto am Straßenrand steht, das davor noch nicht da gestanden ist, weil man halt die alte Map schon so in- und auswendig kennt. So, hier können wir jetzt die Zeltlage beobachten. Erstmal aufmerksam. Jetzt ist eine Tanne. Das Dumme ist, warte mal. Das Tor von der... Diese Seite ist noch nicht offen, das heißt... Von Norden ist noch keiner da reingekommen. Oder ist es da offen? Ach nee, die können ja auch durch die Lücke hier im Zaun gehen. Okay, lass mal hier an die Mauer gehen. Und dann weiter vor. Zu den Bäumen. Ich sehe da zumindest ein Zombie drin stehen. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen, weil wer da looten will, der muss den Zombie eigentlich erledigen. Das ist gut. Gut, dass der noch da ist. Ich höre woanders einen Zombie. Du bist jetzt nicht mehr bei mir. Ja, doch, da bist du. Okay, jetzt lass das mal. Oh, du bist weg. Ich bin links von dir. Oh. Die sink wahrscheinlich oder so. Okay, lass mal langsam näher gehen. Wenn uns ein Zombie angreift, dann killen wir den, bevor wir da reingehen. Weil, also ich habe meine, die Shotgun die ganze Zeit... Fuck, warte. Ich muss aus anstecken. Ach so, Batterie leer. Oder? Oh fuck, direkt vor uns ist ein Zombie. Super Timing. Ich kill den mal. Okay. Bist du wieder da? Kommt der nächste Zombie, bist du wieder da? Jo. Da ist der nächste Zombie. Du übernimmst die Zombies, okay? Ich lasse die Waffe auf jeden Fall draußen, falls irgendein Spieler kommt. Weil hier brauchen wir nicht einer freundlich machen. Wow. Oh nice. Gemacht. Okay. Da ist nochmal ein Zombie. Hol ihn dir von hinten. Da. Ah, da. Feuer von hinten geraped. Oh, da kommt noch einer. Da kommt auf mich zu. Hinter... Ah! Jo, ich seh'n. Ich hab gerade ein Trinken gehört. Hast ihn. Okay, super. Okay, jetzt lass da hier mal ganz vorsichtig reingehen. Weil die haben uns jetzt fighten gehört. Meine Munition von meinen Taschen raus tun. Nee, scheiß drauf. Die haben uns jetzt fighten gehört, falls sie hier drin waren. Und ich habe hier einen Trinken gehört oder geglaubt zu hören, dass einer eine Dose aufgemacht hat. Aber das Gute ist, das Gras ist hier ziemlich hoch. Wenn wir in der Hocke bleiben, dürften wir relativ gut
gedeckt sein. Aber ich sehe mit der Axt fast nichts mehr. Aber das heißt, da sieht dich auch kaum einer. Okay, hier ist nichts. Bleib mal aber zusammen. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Kann das sein, dass nur in bestimmten Zelten was drin ist? Nichts drin, oder? Ich glaube, in den Zelten, wo es einmal komplett durchgeht, ist nichts drin. Schau mal, das sind die so Sanitäterzelte, die gehen wir da mal hin. Oder ja. Hinten ist rotes Licht. Das ist, glaube ich, vom Airfield das Licht, ja. Das sind diese Landelichter, weißt du? Ich glaube, nur in den mit den Holzboden kann was spawnen. Ich weiß aber nicht, das war früher zumindest so. Und ich war hier eigentlich auch schon mal und habe dick was gefunden, aber... Auf dem Server, der leerer war. Nee, das war halt ganz am Anfang, wo die Standalone rausgekommen ist. Es sind überall Holzböden drin, wo bist du? Warte, ich komm wieder raus. Ja, links, ich schau mal hier, ich hab vom Zelt. Ah, links, ja. Geradeaus, ja. Da, oder? Hä? Ach, du bist bei dem Sanitäterzelt, oder? Ja, weiter. Im Sanitäterzelt war nichts drin, oder? Nein. Okay, komisch. Hier bis jetzt auch nichts. Ach, die hast du schon gesucht hier, oder? Ich schau mal in die Reihe lang. Oh, ich hab Schiss, dass da jetzt plötzlich einer auftaucht, hey. Ja. Du rennst gerade rum, oder? Ja. Ist da eine Wasserflasche auf dem Boden? Oh ne, das ist... Oh, Zombie irgendwo? Ja. Ah, der kommt da zu mir. Ohne dir. Ah, da ist noch einer. Fuck, okay. Ich hole auch mal die Axt raus. Okay, den Zombie, der da auf mich geagrot ist. Hast du deinen? Wow, da hat jemand geschossen. Auf mich hat jemand geschossen. Das war der Zombie, Sniper. Wenn er daneben schlägt, oder? Nee, das war danach. Der Zombie war tot. Okay, das ist mir doch mir letztes auch passiert. Du bist auch hier drin. Wo hat der auf dich geschossen? Du bist ein bisschen weiter draußen gestanden, oder? Bei dem Zombie. Okay. Dann hat der wahrscheinlich von hier geschossen. Also ja. Pass auf. Aber ich blut nicht, nein, da hat keiner geschossen. Das war der Zombie, ja. Fuck danach, wart. Ach, ja, die Sink von Zombie, dass der dich danach noch schlägt, hatte ich auch schon. Das ist voll irritierend, gell? Dann kommt plötzlich dieser Sound, als würde einer neben dir vorbeischießen, so, gell? Ja. Da drin ist was. Echt? Oh, nee, doch nicht. Das ist nicht, nee. Ist ja gar nichts. Das letzte Mal, wo ich hier war, da war alles voll mit dem Zeug hier. Ah. Fuck, jetzt müssen wir dann doch noch das ganze Airfield absuchen, oder was? Wir gehen auf einen anderen Server. Ja, wobei, nee, dann haben wir Server da hoppen, ey. Wenn du anfängst zum Server hoppen, dann höre ich auf mit dir zu spielen. Warum? Was ist das? Weil es das Schwulste ist. Ja, ausloggen auf einem Server bei solchen Spawnpunkten, wo es halt gute Waffen gibt und was weiß ich. Und dann auf einem anderen Server einloggen und dann da schauen, ob da Waffen liegen. Und dann wieder auf den nächsten Server gehen und da sich Waffen holen. Und... Das daraus bestand am Schluss der DZ-Mod, weil so kleine Kiddies das gezockt haben und ohne Scheiß. Sobald einer in meiner Nähe anfängt sowas zu machen oder halt Combat loggen, wenn einer auf einen schießt, ausloggen und so, dann kann er alleine spielen. Ja, schon. Weil dann hat das auch, keine Ahnung, dann kann man ja gleich aufhören, das Spiel zu spielen, so. Nach dem Motto. Ja, nee, aber keine Ahnung, wenn du einen Server hast, wo halt einfach alles wirklich schon leer ist. Ja, und anderen gehen.
Du hast auch gesagt, auf dem Server wäre es leer und dann sind wir in kleine Dörfer gegangen, da war noch alles da. Und der ist Ja, erst okay. gerestartet, also eigentlich müsste hier was sein. Ja, schon. Wollen wir, dann schauen wir jetzt mal. Kann man mit? Also hier ist ja definitiv nichts. Dann laufen wir jetzt hier wieder ins Waldstück zurück und laufen so das Airfield entlang, damit wir möglichst viel Deckung haben, während wir hier den Haben nächsten wir Hangar hier echt gar auschecken. nichts gefunden, oder wie? Oder hast du irgendwas gefunden? Ich habe nichts gefunden, ne? Nicht mal eine Dose oder so. Vielleicht ist hier noch was dran. Enttäuschend. Okay, komm her. Durchs Dickicht schlüpfen und wieder abhauen. So muss das gehen. Zack, zack. Wie ein Gespenst. Genau. Aber da die Zombies hier noch alle am Leben waren, denke ich mir halt, dass es also schon ein bisschen komisch ist. Dass hier gar nichts spawnt, hätte ich echt nicht gedacht. Vielleicht, dass hier, ja, dass hier weniger spawnt als das letzte Mal, wo ich gezockt habe, okay, weil das ja gefixt worden ist, aber gar nichts ist schon arg hart. Aber es entschärft Ja, halt es auch. war halt anscheinend zu wenig und dass es halt einen halt weglooten konnte. Ja, aber dann wären die Zombies ja auch schon alle tot gewesen da dran. Hast du ja gesehen, wir waren ja eigentlich leise und sind da reingegangen und Da von allen wo Seiten die sind die Zelte gekommen. mit dem Holzboden waren, wo bist du hin? Den Wald entlang am Airfield entlang. Ich warte jetzt an der nächsten Waldkante einfach, lauf das Airfield einfach weiter entlang. Ich sehe dich, hier bist du. Rechts. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Du bist im Wald verschwunden. Was ist daran Draußen. so schwer zu verstehen? Einfach den Airstrip entlang zu laufen. Jo, jetzt wart. Jo, ich Oder seh dich. Ja, mir ich seh hinterher zu dich schon. laufen. Ja, weil du halt manchmal Nee, einfach ehrlich, das ist verschwindest. unser Todesurteil, wenn uns das irgendwas Ja, weil du. passiert. Ich, Das das ist. klingt jetzt assi von mir, wie ich dich da die ganze Zeit zusammenscheiß, aber dann sterben wir und dann weißt warum. Ja, aber es ist halt, du bist halt teilweise desinkst du auch und dann bist du halt einfach mal wieder wo ganz anders. Und dann sehe ich dich halt einfach nicht mehr. Die Richtung, die ich jetzt laufe, die läufst du jetzt auch einfach weiter. Wenn ich einen Richtungswechsel mache, sage ich das eigentlich immer an. Und am Airfield entlang laufen kannst du auch nichts falsch machen. Da rein, Wir können oder? da rein, ja. Da ist die Tür Ja, auch ist noch schon zu. offen. Ich nehme Eigentlich mal ist die es Axt offen. raus, dann habe ich's mit. Nee, die ist nicht offen, oder? Doch. Echt? Doch, sind offen. Hinter mir ist noch ein Zombie, gell? Ach, du bist mir jetzt nicht hinterhergelaufen, du hast wieder Doch, beschlossen ich lauf einfach. dir hinterher. Ich komme gerade hinter dem Zombie. Ah. Ja, okay, da war einer drin, aber er hat ziemlich viel liegen lassen irgendwie. Eine rotten Kiwi hat er uns liegen lassen hier. Vielleicht ist da noch was drin. Eine Dose Cola kann ich gut gebrauchen. Ja, okay, kein Soll ich Wunder, gleich dass da hoch, oder? keine Waffen mehr waren. Da ist noch ein Dosenöffner, komm mal her. Nice. Die Treppe runter? No, der ist ziemlich versteckt da. Kein Wunder, dass der andere den nicht mitgenommen hat. Hier auf dem PC. Heftig, wow, Munition. Brauchst du die? Welche Munition? 357. Nee, das ist für einen Nein, das ist Revolver. er. Wo ist er hin? Da ist auch noch Munition für 5,56 mm. Könnten wir auch noch brauchen. Das ist für die M4. Nächster Zombie kommt. Machst du den? Hey, da ist ein Helikopterhelm. Oh fuck, der rennt hier durch. Oh, Geh weg, geh weg, geh weg! Ich hab ihn, glaube ich. Ja. Wow. oh. Dann noch mal einer. Ah, Oh. geh weg, ich schleudere gerade mit der Axt hier um mich. Wo ist der jetzt hin? Lass mich raus. Wo ist der hin? Ah, pass auf, hinter dir! Oh. Ah! Ja, der ist tot. Den hast du erwischt. Ich will jetzt nur den Pilotenhelm aufziehen und dann kommt so einer um die Ecke. Der verfickte Dosenöffner ist weg.
Ja, Mann! Zieh dir bitte meinen Pilotenhelm auf. Oh, du bist auch im Boden verschwunden. Echt? Was? Ja. Jetzt bist du wieder oben dran. Oh ja, trinken auf dem Airfield. Ohne Scheiß, das macht Geräusch und das kannst dir sparen. Du wirst jetzt hier schon nicht verdursten. Ich hab Platz drauf. Kann ich das auch heilen? Ja, Mann. Zieh dir rein, Mann. Pilotenhelm. Ach, was, wie nice, Alter, heftig. Fett chillig. Aber wir müssen noch schnell hoch. Der ist auch neu, gell? Ich warte, weil hier unten, dass keiner reinkommt, gell? Check du das oben aus. Mit der Schrotflinte im Anschlag. Sollen sie ruhig kommen. Nice. Assault West. Nice. Assault West. Ich könnte noch ein T-Shirt bzw. ein Pulli brauchen lassen. Ja, hier. Das ist ein M4! Tactical Shirt. Hier, nimm die M4! Wie konntest du die übersehen? Wo? Ich hab da noch nicht hingeschaut. What the yay? Nimm mir die Thunfischdose. Dann kriegst du auch die M4. Und ich habe Munition für die M4 gefunden, gell? 20 Schuss. Du hast doch ein Magazin, oder? Nein, das war im letzten Ding gelegen. Egal, du kannst einen Schuss. Du kannst einen Schuss reinladen. Hier. Da ist noch eine Pistole, nimm du die dir. Ja. Hier und hier ist ein Olives Tactical Shirt. Da wo die M4 lag. Und noch ein Pilotenhelm. Nein, ein Rucksack, ein blauer. Da wo das die M4 lag, gell? Da liegen jetzt 20 Schuss für die M4. Ach, da ist die Pistole, Hetzer. Hab ich kaum entdeckt, hey. Nein, wo ist mein Rucksack? Erst die Sachen in den Rucksack tun und dann wechseln. Was hast denn du gemacht? Du hast jetzt all dein Zeug verloren, oder? Ach Gott. Anfängerfehler. Ach was. So, jetzt nimm dir einfach die M4 Munition, heul nicht rum. Ah, es ist wieder. Fick dir, da hinten ist die Weste. Scheiße, Mann, wo ist mein Rucksackzeug? Schwebt wahrscheinlich irgendwo in der Luft. Das ist halt blöd, weißt? Das war jetzt einfach dumm. Oh, fick dir, Alter. Jedes Mal, wenn du einen Rucksack aufnimmst, erst die Items in den Rucksack auf den Boden ziehen und dann tauschen. Dann ist es 100% sicher, dass ich jetzt gerade gemerkt. Da sind vielleicht noch Antibiotika und so. Jetzt haben wir beide eine Pistole, aber keine Muni, das ist schade. Den, oder? Hä? Die 5,5 irgendwas ist doch für die M4, oder? Ja. Du dürftest da jetzt einen Schuss reinladen können, zumindest. Ja. Nice. Aber, nein. Ja, besser als kein Schuss. Ja. Alter, jetzt ist der Revolver weg und alles. Was, das ist ein Revolver? Die Pistole. Achso. Vielleicht ist es ja hier unten wieder gekommen. Hier vielleicht. Ja, da liegt er. Nice! Nicht verzagen, Lukas fragen. Oh, beim nächsten Mal, Alter. Nie wieder droppe ich einen Rucksack bevor. Ich kann den nicht. Bei DZ wäre er einfach weg gewesen. Oh, Alter. Und jetzt schnell raus hier, Mann. Ich hab Schiss, dass jetzt gleich einer kommt. Ja. Und unser Failen gehört hat. Oh fuck, extremely hungry bin ich plötzlich. Okay, ich habe mittlerweile auch echt viel dabei. Und ich dir... Warte, ich lasse hier in dem Rucksack eine Dose. Ja, bitte. Vorhin sage ich dir nicht trinken hier. Und jetzt bin ich hier am Spaghetti fressen auf dem Airfield. Oh fuck, da ist Munition für... Nee, das ist für die SKS. Nimm sie einfach mal mit. Ich habe jetzt genügend Platz. Ich habe jetzt einen großen Rucksack. Alter, Mann. Ich hab Schiss gehabt. Ist doch gut, dass er noch da ist. Weil bei der Mod wäre es jetzt weg gewesen wahrscheinlich. Also, los geht's. Wieder raus hier. Bist du bereit? Ja. Raus, schnell. Noch nicht ganz raus halt, aber hier wieder so in den Wald und dann laufen wir weiter nach hinten.
Da ist doch der Tower in der Mitte. Ja, aber da brauchen wir noch ein paar Meter und bevor wir da übers freie Airfield laufen, laufen wir lieber seitlich entlang. Ja, schon. Und falls wir davor schon so alles Nötige finden, dann brauchen wir nicht in die Mitte in den Tower gehen, wo wirklich wahrscheinlich Sniper auf uns zielen, sobald wir reingehen. Ah, da gehen wir weiter außen rum. Das ist erst ganz da hinten, wo wir hinwollen. Fuck, warum habe ich die Magazine vorne? Wir können hier noch in die Kaserne schauen. Komm mal kurz mit. Erstmal zu dem Busch hier vor. Und jetzt. Da lang. Auf Stufe, oder? Der Helm, wie der ausschaut. Fett nice halt. Ja, jetzt müsste es nur noch Helikopter geben wieder und dann wäre ich wieder der Bruchpilot. Ja, der Helm ist nicht umsonst schon damaged. Dann macht es nichts mehr aus, wenn ich abstürze. Okay. Hier jetzt vorsichtig weiter vorgehen. Rechts mit den Teilen. Wie bitte? Rechts mit den Teilen? Rechts. Rechts, da steht doch was, oder? Nee. Wenn ich noch rechts schaue, sehe ich Bäume. Da vorne kommt jetzt dann eine Kaserne, wo es zumindest früher oft Waffen drin gab. Die hier. Dieses lange Gebäude hier. Ein Eingang, gut zu bewachen, aber schwer rauszukommen, wenn uns da jetzt einer beim Reingehen sieht. Erstmal hinten an die Mauer gehen, bevor uns hier ein Sniper wegholt, weil von hier aus direkt praktisch in die Richtung, wo ich jetzt schaue, ja. Auf der anderen Seite des Airfields liegen oft Sniper im Wald und okay. Warten, dass man hier in die Kaserne geht. Also, ich gehe auf 3 rein, du folgst mir. 1, 2, 3. Oh fuck, Tür ist noch zu. Aber das ist ein gutes Zeichen. Nice, schon wieder so ein Teil. Da ist der nice Militärrucksack, Mann. Den ziehe ich mir. Dann habe ich auch endlich mal einen größeren Rucksack. Oh, jetzt kriege ich auch noch einen Anruf. Warte mal. Alex, jetzt snapped. Wieder aufgelegt. Das ist echt so ein ungünstiger Zeitpunkt bei dem Game, wenn man einen Anruf bekommt. Oh. Ja. Pistole brauchst du noch eine. Wie bitte? Oh, Pistole Pristine. Nee. Oh, was meine ist? All Pristine, passt schon. Aber danke. So, jetzt habe ich es umgeschichtet. Jetzt kann ich es wechseln. Sonst noch was gefunden bisher? Nee, nur tun. Da war sonst nichts mehr drin, oder was? Unter den Betten sind auch manchmal Sachen, gell? Ja, aber die sieht man meistens von außen schon. Ja, das stimmt auch wieder. Schuhe sind auch noch am Start, die sind... Alter, die sehen ja cool aus. Combat Boots, Black, die nehme ich auch, mal. Ja. Jetzt sind meine weißen Lederschuhe weg, ich nehme sie mit. Falls wir in die Kirche gehen, habe ich immer noch schöne Schuhe. Okay. Ah, ich renne immer noch mit einem Schuss rum. Ja, wie ich vorhin, nur bei der Shotgun ist ein Schuss ein bisschen effektiver als bei der M4, glaube ich. Ja. Du kannst ja danach nochmal einen Schuss reinladen. So wie ein Repartiergewehr. Wow. Ey. Okay. Jetzt laufen wir. Siehst du dieses Loch in der Mauer da vorne? Oh fuck! Renn! Um die Ecke! Oh shit! Ich bin noch nicht tot. Bist du tot? Jo. Ich bin unconscious. Hoffentlich fängt er dich an zu looten, dann kann ich ihn noch abknallen. Fuck, jetzt bin ich dead. Oh nein! Oh nein! Nein, Mann. Oh nein! Fuck.